Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit einer neuen Folge Reign of Terror und ja, ich darf scheinbar diesen Weg nur im Off finden. Ich glaube, hier sind wir eigentlich ganz gut ange... Ja, hier sind wir richtig. Ich habe es sofort gefunden, keine Ahnung warum, ist egal. Ich mache hier zum einen erstmal ein Portal auf, kaufe mir mal eben ein, zwei Anti-Gift-Drinks. Wichtig, wichtig. Ja, ist okay. Die kaufe ich mit... Nee, da setze ich sie zurück. Warst du das nicht? Warte mal, wer war denn das jetzt hier? Da. Wer war denn jetzt? Wo war denn die Tante, wo ich Anti-Gift-Tränke kaufen kann? Ah, Portions und genau, alles klar. Ich habe jetzt 51. Ja. Ich kaufe mal 3 Stück. Ne, den will ich wieder verkaufen. Genau. So. Dann gehe ich wieder zurück. Und dann drücken wir mal die Daumen, dass es auch was wird. Ich glaube, dass das, was der Vogel damals gemacht hat, Gift war. 100%, ich weiß es nicht. Mal einen Schluck trinken. Ich glaube, das ist die letzte Folge für heute. Es wäre natürlich toll, wenn wir ihn da noch schlagen könnten in der letzten Folge. Obwohl er hat einen Totenkopf und ist mir wahrscheinlich himmelweit überlegen. Soweit ich mich erinnere. Aber gut. Die Frage ist halt, wie viel Damage wir da machen. Das ist wie bei dem anderen Dicken. Moment mal eben. Das ist auch schon wieder so ein Ding. Warum kann ich das Ding da nicht reinpacken? Doch, kann ich. Und das ist die 7. So, die sollten wir jetzt einmal aktivieren. Aua, aua, aua. Lass das. Ist die Frage, ob wir den überhaupt schlagen können. Ich habe jetzt gar nicht eben aufs Level geachtet. 16. Wir sind 13. Hau ab. Seh zu, dass du wegkommst. Aua. Alter, der haut mir aber ganz schön die Mütze ein. Muss man mal so sagen. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass wir den wirklich schlagen können. Ich glaube es nicht. Also ich glaube nicht. Aber ich werde es noch diese beiden Male, die ich jetzt noch habe hier, Trank, jetzt musste ich Giftresistenz, genau, war es nur 75%? Verstehe ich nicht, egal. Nicht mal die fallen 80. Erstmal hier das hier wiederholen. Lass das doch mal hier, Freunde. Und weg. Ah doch, den können wir, glaube ich, schlagen. Glaube ich zumindest. Aber nicht so. Nicht, wenn ich stehen bleibe. Okay. Ist das frustrierend? Ist das frustrierend? Ja, ja, ist schon klar. Warum habe ich denn jetzt den eingenommen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht wirklich.
Ich warte jetzt darauf, dass zumindest meine Begleiterin irgendwie wieder fit wird. Kann ich bei ihr eigentlich schon was machen? Ja. Aha. 8 Projectiles. Nee, ist nicht wirklich doll. Ist sowieso alles überhalb von unserem Level. Nicht wirklich was mit anfangen. Nicht so richtig. Ich weiß auch nicht, ob wir den wirklich schlagen können. Das ist auch wirklich der letzte Versuch. Legs. Wieso, welches Level haben wir eigentlich? 13. Helme, Hände. Ich weiß nicht, das ist alles noch nicht so, was, wo ich auch nur investiere. Was hast du eigentlich? Ach ja, ich kann sie wiederholen. Okay. Also ich glaube schon, dass ich den schlagen kann. Wenn ich ihn nicht so nah rankommen lasse, sollte das eigentlich klappen. Glaube ich zumindest. Ist einfach nur so ein Gedanke. Lass das. Vielleicht sollte ich dann ja auch erstmal die 7 benutzen. Ja. Seh zu, dass du wegkommst. Seh zu, dass du wegkommst. Das wird ein Hit and Run. Das wird definitiv ein Hit and Run, aber zu 100%. Ach, hau ab. Seh zu, dass du wegkommst. Seh zu. Nicht stehen bleiben. Ganz dummer Fehler. Aber anders funktioniert es nicht. Aber ich will den Sack endlich schlagen. Habt dafür Verständnis, bitte. So, weg. Zwischendurch mal eben schnell was trinken. Ach komm, lass das doch. Lass es bleiben. Weglaufen. Und nochmal eben schnell beim Umdrehen, nochmal eben ein paar Verpellen. Lauf weg. Gib mir meinen Heldstrank. Sag dir, das wird ein Hit and Run. Anders wird das nicht funktionieren. Weg. Weg, lauf. Ach, Alter. Es war knapp. Aber ich will den Penner weghaben. Lauf. Ich habe jetzt noch gar nicht gesehen, wo sein Helsbergen jetzt steht. Oh, das ist, glaube ich, nicht allzu niedrig, der Helsbergen. Nee, nicht viel niedriger als vorher. Verpisst euch.
ja schön, dass du mir die Dinger in den Weg stellst. Lauf. Lauf einfach. Penner. Meine Tante ist tot, das kann ich auch vergessen. Die hilft mir dann mal gar nicht. Lauf. Hau ab, Dorn. Hau ab. Stunden später. Das könnte eine längere Folge werden. Er hat jetzt nicht mal die Hälfte runter. Lass es, Drecksack. So. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis ich einen Down habe. Ich darf natürlich, wenn ich jetzt zwischendurch sterbe, ist natürlich für den Arsch. Schieß doch nicht immer den Nebenhund. Ich sehe da immer noch Miss, Miss, Miss. Oh, wow, 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 wow. Nicht noch einen hinterher, bitte. Das war knapp. Er ist schon hart. Er ist schon hart, kann man nicht anders sagen. Aber ich will das nicht so schnell aufgeben. Oh, ich muss da weg. Ich habe auf die Uhr geguckt. Hau da ab. Nein, wie dumm war das. Jetzt hoffe ich mal, dass er nicht wieder volles Leben hat. Wenn das so ist, dann lassen wir es. Oder ich mache das im Off oder wie auch immer. Weil da habe ich mal gar keinen Bock drauf. Echt nicht. Okay, da wollte ich hin. Wenn er jetzt wieder volles Leben hat, keine Ahnung. Dann macht das auch wenig Sinn. Einmal gucken. Nee, hat er glücklicherweise nicht. Lass das, du blöder Käfer. Du bist ja immer noch ein Froschkäfer. Ich habe dich Froschkäfer getaucht. Hau ab. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Außer dich töten. Töten will ich dich. Und weg. Weg, weg. Weg, weg. Weg, weg. Aber wir sind jetzt schon bei 14 Minuten. Wenn wir so weitermachen und wir es auch überstehen, dann könnten wir ihn so in 20, 22 Minuten geschlagen haben. Meine Tante ist auch wieder weg. Oh, 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 ich sehe gerade mein Health-Balken, wie er runtergeht. Und mein Health ist nicht parat. Boah. Knappe Sache, das.
Oh, 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 oh. Weg, weg, weg. Nur laufen, nur laufen. Habe ich keine Heiltränke mehr? Ach, die sind aber noch nicht parat. Also ich renne jetzt nicht wieder los, bevor der nicht parat ist. Oder doch, kann ich eigentlich machen. Ah, scheiße. Komm, lauf. Lauf! Ah, leck mich. Okay, aber ich gebe das jetzt nicht auf, Leute. Das mache ich nicht. Das läuft jetzt nicht. Ich will den Hund jetzt töten. Hallo? Irgendwas ist ja komisch. Hallo. Ach, halt die Fresse. Warum zum Teufel? Ah. As you command. Jetzt geht's auch wieder. Deshalb hat er wahrscheinlich die 9 auch eben nicht genommen. Gehe ich mal von aus. Könntest du jetzt mal... Ich will den zumindest einmal schlagen. Wahrscheinlich gibt es nur Loot für uns oder so. Ach komm, 7 bitte. Mal gucken, nicht, dass er wieder mein Held auf. Nein, hat er nicht. Hau ab. Ah ja, es geht auch die 9 wieder. Ich habe wohl das Numpad C aktiviert gehabt. Und habe es aus Versehen nicht gemerkt, weil ich immer auf der 9 drauf rumprügele. Und wahrscheinlich habe ich dabei einmal das Numpad deaktiviert. Und weg. Ach, die können wir uns auch mal wiederholen. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich sowas Unsinniges mache. Wahrscheinlich gibt es dafür überhaupt nichts Besonderes. Ist mir aber egal. Das ist jetzt so eine Grundsatzsache. Anders kann man es leider Gottes nicht sagen. Und ich bin stumpf genug, das durchzuziehen. Ey, komm, lass den Scheiß. Weil ich mit meinem anderen Schader den nicht schlagen konnte, auch nicht. Au, 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 au. Lass mich weg, lass mich weg, lass mich weg. Lass mich einfach weg. So, Hells muss wieder steigen. Jetzt habe ich nochmal den letzten 7er Trank genommen. Dass der nicht irgendwann zwischendurch mittendrin ausgeht. Das würde ich doof finden. Oh, 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 weg, 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 weg. Meine Fresse. Ja, 18 Minuten haben wir schon auf der Uhr. Aber gut, egal. Egal, Karl. Könnte jetzt einen Death-Counter einbauen, das tut mir noch nicht allzu viel. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Geh mir vom Acker. So, das war knapp. The skill is not ready, wie ich es hasse. Lieber einmal mehr flüchten, als einmal zu viel sterben. Für einen Moment wirst du mir sicherlich helfen, Dominus. Fiona, meine ich natürlich. Und weg. Und da ist er wieder tot. Hat es ja lange gemacht, die liebe Fiona. Alter, ist jetzt mal gut hier mit Vergiftung.
Alter, der hat immer noch ein Viertelleben. Komm, gib mir Health, gib mir Health. Danke. Bloß weg. Bloß weg. Ich sage Hit and Run. Anders funktioniert es nicht. Anders überstehe ich das nicht. Kleine Würmer sind jetzt nicht das zwingende Thema. Komm, bau das Hells wieder auf. Bau das Hells auf. Wir haben aber kaum noch Stamina. Also dieser gelbe Bereich ist ja, dass er das Held wieder aufbaut. Oh nein, so wird das nichts. Lass das. Mach das nicht. Finde ich nicht okay. Ich will dich tot sehen, du blöder Käfer. Ihr seht, dass das gelbe Zeug sich langsam wieder zurückbewegt und gleich bei Null ist. Oh, 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 oh. Ja, wir können nicht länger Health regenerieren, das ist schon klar, weil Konstitution weg ist. Wir haben aber nichts, was unsere Konstitution hoch. Nein, haben wir nicht. Ist mir jetzt egal. Lange hält der Heilstrank nicht mehr. Der Anti-Gift, wie auch immer. Oh, 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 oh. Ah, komm. Ja, wir sind schon bei 22 Minuten und ihr müsst euch das ganze Ding an Scheiß angucken. Nein, ihr müsst natürlich nicht. Ihr könnt natürlich vorspulen, ist mir klar. Und dass ihr euch das nicht antut, ist mir auch klar, aber ich ziehe das jetzt durch. Hau ab. Ganz viel kannst du nicht mehr abkönnen, Meisterlampe, echt nicht. Irgendwann ist ja auch mal gut, ne? Auch böse, dass die Tränke nicht mehr reichen, um das Held wieder voll aufzubauen. Jawoll, Enemy Boss killed. Da ist der Sack tot. Und das Loot war jetzt nicht wirklich toll, kann man nicht sagen. Aber wir gucken mal. Ob hier eine Kiste oder so versteckt ist. Meistens ist das ja so. Da ist irgendwie eine Kiste. Okay. Schwert. Ein Ring. Vitality Damage, Magic Damage, Pierce Resistance, Cold Resistance, Poison. Ja, nett. Jetzt nicht der Burner, aber nett. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt aktuell für Ringe anliegen haben. Ach, wer bist du denn hier? Du lebst noch. So, und damit haben wir es dann auch hier endlich geschafft, diesen Sack wegzumachen. Und damit soll es das auch gewesen sein für heute und für diese Woche. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. 25 Minuten sind es geworden. Geht schon, passt schon. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.